Paravan ist weltweit ein führender Hersteller von behindertengerechten Fahrzeugumbauten. Wir haben ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, basierend aus Fahrzeugumbau, Liften und Kassettenliften und Rampensystemen. Und so passen wir eben individuell und hautnah unsere Umbauten den Krankheitsbildern unserer Kunden an. Und das machen wir in der Zwischenzeit weltweit. Mit dem normalen Joystick wird das Fahrzeug gesteuert. Das heißt, wir steuern damit die Lenkung und Gasbremse von dem Fahrzeug. Es gibt aber leider Kunden, die keine Kraft richtig in den Fingern haben oder verkrüppelte Finger haben oder Gichtfinger haben, die den Griff nicht richtig umschließen können. Sind wir jetzt dabei, diesen neuen Griff zu entwickeln. Wirklich speziell kundenspezifisch, auf jede separate Hand individuell angepasst. Das Lenkrad ist nicht mehr direkt verbunden mit der Lenksäule, sondern läuft über Kabel, also ein elektronisches Lenkrad. Und da haben wir auch mit dem BigRep den ersten Prototypen gedruckt für die Abdeckung hier. Das ist das Bauteil, wie es aus dem Drucker rauskam. Wir haben das Design hier selbst gemacht, haben den Prototypen drucken lassen. Und dann haben wir mit zwei verschiedenen Lackierungsstrukturen die Außenhaut lackiert. Und so ein Teil könnten wir jetzt direkt drüber bauen und könnten das den Kunden anbieten. Also wir haben den Drucker jetzt seit gut einem Jahr bei uns im Einsatz. Gemeinsam mit dem 3D-Scanner arbeiten unsere Konstrukteure jetzt eigentlich täglich mit dem Gerät. Es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, schnell und effizient Bauteile über Nacht herstellen zu können. Das Ganze dann in der Konstruktion noch zu sauberen CAD-Daten, und über Nacht läuft dann der Drucker und am nächsten Morgen können wir das Teil dann schon beim Kunden im Fahrzeug wieder einbauen. Also wirklich eine tolle Geschichte.